Normalerweise ist man als Schütze oder Schützin auf dem Schießstand auf sich allein gestellt. Das ist an diesem Wochenende allerdings anders. Für 2 Tage trifft sich die Schützenjugend beim Verbandsjugendcamp in Strausberg für Sport und Spaß, aber vor allem, um als Gruppe zusammenzuwachsen. Sie schließen auch Freundschaften hier. Und wir haben auch die Brücke jetzt geschlagen zwischen den Kugelschützen und den Bogenschützen. Und dadurch rutschen sie ein bisschen näher zusammen. Also die Familie Skisport in Berlin rutscht ein bisschen zusammen mehr. Eine Mischung aus Trainingslager und Sommercamp bedeutet 2 Tage volles Programm. Über 40 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren sind mit dabei. In Kleingruppen gibt es die unterschiedlichsten Aktivitäten. Mal ist Strategie gefragt, wie hier beim Wikingerschach. Mal wird es sportlich, mal geht es eher um Geschick und Geduld. Ich fand die Teamspiele ziemlich cool, weil man halt als Gruppe, ohne die Leute zu kennen, zusammenarbeiten musste. Auch wenn wir nicht alles super hinbekommen haben, hat es am Ende halt Spaß gemacht und wir haben viel gelacht. Insgesamt 7 sind es an der Zahl, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gefragt sind immer viel Teamwork und Kommunikation. Die größte Herausforderung? Wasser in einzelnen Teilen einer Regenrinne 15 Meter über eine Wiese zu transportieren. Und das Ganze hat ja auch noch einen Nebenaspekt, denn es gilt wie in allen Aktivitäten ordentlich Punkte zu sammeln. Denn das beste Team soll am letzten Tag prämiert werden. Aber so lernen sich alle Teilnehmenden schnell besser kennen und kommen aus ihrer Komfortzone heraus. Mir gefällt es, andere Sportarten kennenzulernen, zum Beispiel wie das Blasrohrschießen oder auch das Bogenschießen. Und deswegen finde ich es eigentlich jedes Mal toll, dass das halt hier von Leuten angeleitet wird, die halt doch mehr Erfahrung haben. Wie auch in den letzten Jahren können sich alle Teilnehmenden in anderen Sportarten ausprobieren. Wie zum Beispiel hier im Blasrohrschießen oder beim Biathlon die Rollen tauschen. Alle laufen zwar dieselbe Strecke, müssen aber im zweiten Teil das Sportgerät tauschen. Bogenschützen treten beim Lichtpunktschießen an, die Kugelschützen dürfen Bogen schießen. Und dann ist der erste Tag auch schon rum. Trotzdem geht es sportlich weiter. Abgerundet wird der Abend nämlich nach einem gemeinsamen Grillen im Sand. Das hat Tradition. Für mich ist jetzt das Highlight das Volleyballspielen, weil es halt am Abend einfach am meisten Spaß macht. Es wird sehr viel Quatsch gelabert, während man spielt. Und es ist sehr lustig. Das gemeinsame Spiel hat sich nämlich mittlerweile unter allen Teilnehmenden zum heimlichen Highlight entwickelt. Und dann neigt sich das Verbandsjugendcamp auch schon fast wieder dem Ende zu. Die gemeinsame Zeit hat man aber bestens genutzt. Wir sehen uns irgendwie nur 3-mal im Jahr oder so, manchmal auf Wettkämpfen, aber im Trainingslager ist das dann immer noch mal was anderes. Und auch ab der ersten Minute stimmt auch meistens die Gruppendynamik immer zwischen uns. Und das ist schon cool, die Leute dann immer mal wieder zu sehen. Normalerweise endet das Camp dann am Sonntag mit einem Staffellauf, bei welchem nochmal ordentlich Punkte für das Team gesammelt werden können. Dieser fällt aber leider dieses Jahr wortwörtlich ins Wasser. So geht es gleich weiter zur Siegerehrung. Dieses Mal gibt es eine besondere Erinnerung: Teddybären der Schützenjugend Berlin-Brandenburg. Das beste Team wird mit Gummibärchen belohnt. Und so geht ein schönes und kurzweiliges Wochenende mit viel Spaß und Sport zu Ende. Doch das Wichtigste: Man hat sich besser kennengelernt und ist als Gemeinschaft noch mehr zusammengewachsen.